Hallöchen. Willkommen zurück bei Atlas. Nimm Schmidti. Hallo. Und dann beide. Hallo. Was ist denn mit dir? Steck dir gleich mal ein Fernglas ins Auge. So. Diesmal ist ein Rhino dran. Bist du soweit? Nicht so eine olle Giraffe. Ja, ich gucke erstmal, wie weit du kommst und dann übernehme ich den Rest. Oh, oh. Kommt es? Du musst mal gucken, ob es kommt. Ja, es sucht einen Weg, aber jetzt kommt's. Okay. Jetzt läuft er genau vor mir, ey. Aua. Ah ja, es folgt dir, sehr gut. Hier links ist noch an sich, ich hoffe, dass das 20er ist, nicht das 96er. Ja. Nee, es ist 20. Ist es noch hinter mir? 32 ist hinter dir noch. Es folgt dir. Es holt mich nicht ein, das ist gut. Ja, ich glaube auch. Jetzt chills. Ja, das geht ja gar nicht. Scheiße, ich müsste mal kurz gleich hatten. Bin wieder zu viel durch die Gegend gerannt. Ich komme. Jo, wir kommen. Weide wartet am Käfig. Es steckt drin, aber ich weiß nicht, ob es da ewig drin bleibt. Ja, es ist schon fragwürdig. Kann mir einer mal seine Wasserflasche leihen, nachdem er getrunken hat? Mhm. Ich kann dir mal eine hinschmeißen. Ja, wenn du getrunken hast. Naja, ich habe voll zur Zeit, aber nimm ruhig den Rest halt. Da ist er ja. Würde ich nur gern wieder zurück, gleich wenn du sie ausgetrunken hast. Oder gib mir deine. Alter. Drop mal hier hin wieder. Was heißt ein Alter? Er war schon so halb über... Ja, das wird schon wieder eine dünne Geschichte hier mit euch. Ja, ich glaube auch. So ein halb so eines Ding wie mit der euren Giraffe. Du hast die Bolas? Ich habe die Bolas. Ich kann bolern. Du hast das Essen, ne? Ich hätte Mais dabei. Ne? Dann stopf ihm mal das Mais rein. Er hat bestimmt eine etwas größere Range als ein Tigerlein. Alter! Tiger! Was denn? Fuck. Ein hoher, oder? 36, natürlich. Ah, warum ist denn... Kann ich denn nicht schießen? Ich glaube... Ja genau, ich lade erstmal beide Waffen nach. Hab ich dich! Na, sehr gut. Mach ich den tot oder was? Hä? Mach ich ihn tot? Wen denn? Den Tiger? Ja, ich befürchte, sagen, wir ja. müssen ihn tot machen, ja. Ja. Löwe war es, okay. Schade eigentlich. Naja, was soll's. War ja wieder klar, oder? Ja, wie schon, ne? Man kann nicht mal in Ruhe irgendwas zähmen. Irgendwer muss immer seinen Senf dazugeben. Wie lange haben wir denn den Tiger gesucht? Ja, eben gerade, ne? Ja. Ja. Haben wir nur einen Level 12er gefunden. Das ist mal so beiläufig nebenbei. Und jetzt natürlich hier 36. Gut, das weiß ich. Also hier ist aber, hier ist gut. Hier könnte man. Aber er wacht in 10 Minuten wieder, 10 Sekunden wieder auf. Also hier bei den Vorderfüßen. Mhm. Merke ich mir, aber allzu viel kann ich auch nicht mehr ab. Du solltest mal ein bisschen Mais teilen, dann kann ich auch mal probieren. Ich habe mir ein bisschen Kaktus aufgelegt für den Notfall. Warte mal, ich guck mal. Ne, einmal muss noch. Jo. Ich schmeiß mal hier Mais hin. Hast du? Ich sehe nichts, ne. Hier, direkt vor mir. Ah da. Mann. Was denn? Ich habe natürlich jetzt, musste ja zum Teilen ins Rot nach oben legen. So. Oh, angenehmer 40 Grad auch hier. Das heißt, du wirst wahrscheinlich wirklich nicht mehr lange machen. Nee. Und der Geier kreist hier schon. Oh, nicht, dass der... Aber macht nichts zur Zeit. Dass der ja noch Stress macht. Vor allem, wo kam der Löwe gerade her? Da hinten bin ich doch die ganze Zeit schon rumgelaufen. Ja, ich weiß es auch nicht. Bist du auch da anderen Futtern? Ja. Okay. Ich stopfe rein, was geht. Gut.
Wie viel Prozent haben wir? 21,9. Oh, das geht ja. Wir hatten es ja auch ein bisschen erhöht. Mhm. Aber wenn ich jetzt noch mehr verliere, dann muss ich mir erstmal hier zurückziehen, ne? Nicht, dass der Geier hier auf einem rumbeißt. Wer ist denn Kreis da bestimmt? Der Kreis über dir. Ja, das kann gut sein. Ich kann jetzt. Ich kann nicht füttern. Mache, ja. Alle wie viele Sekunden nimmt er was? 20. Ja, der kreist wirklich über. Der kreist über dich. Über dir. Über dich. Über mir. Über mir. Einmal kann ich ihm, glaube ich, noch was reinstopfen. Wird zwar knapp, aber 1-2 Sekunden. Der hat sich schon das letzte umgebunden. Ja, wahrscheinlich. Bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt die Rüstung ausziehe. Oh, noch Eis. Schieß mal. Weil ich sie lieber an. Ich glaube, ich kann schon wieder. Jo. Das war nix anscheinend. Ne. Jo. Jetzt liegt er. In dieser scheiß Geier. Direkt über dir. Grad. Wird nicht gerade angenehmer. Ich gehe gleich mal irgendwie ins Wasser. Nur gut, es ist noch die dicke Rüstung dazu noch an, ne? Ja, aber ich kann sie mal komplett ausziehen, aber dann frisst mir der Geier wahrscheinlich gleich auf. Das Bett trotzdem ist ja hier nebenan, ne? Ja, eigentlich könnte ich auch mal ein bisschen drauf gehen. Hättest du auch nichts trinken brauchen. Jetzt nicht mal letztes Wasser verschwenden müssen. Stimmt. Hast du die Kanne schon wieder gegeben? Die hast du mir schon wieder gegeben. Die ist leer. 67 habe ich nur noch von 110. Also in den Stoffklamotten ist mir nur noch warm. Seitdem die mir mal weg sind, habe ich ihn nie wieder neu gemacht. Nee, ich meine, die liegen zu Hause im Schrank. Ja, ich könnte wahrscheinlich auch was ausziehen, aber... Lecker. Ja, dann könnt ihr mal gucken. Wir haben doch bestimmt auch bessere Stoffklamotten, Baupläne, ne? Wenn wir alle mitgenommen haben, ja. Ne, nochmal wird's leider nicht, aber nächstes Mal, beim nächsten Mal legen, obwohl jetzt ist mir auch wieder schweineheiß, aber jetzt sind's auch 45 Grad. Denn scheiße. Bei den besseren Stoffklamotten könnte es ja auch glatt sein, dass sie auch bessere hyperthermale Radierungen noch haben. Jetzt hat der Geier abgedreht. So. Jo. Nun, das hat nicht funktioniert. Hat wohl nicht gezählt. Nee, direkt aufs Horn werfen ist nicht gut. Hey! Alter, ist das ein Horn? Hallo! Jetzt. Das ist schon angenehmer wie die Giraffe. Das hatten wir auch. Die Nummer größer, glaube ich, noch nehmen können. Aber wir nimmt da nichts. Komm mal. Ja klar, hätten wir die... Die ist zwar pressen, aber er frisst nichts. Oh Gott. Einmal noch. Hätten wir 96er jetzt wiedergefunden, hätten wir sie auch nehmen können. Gar keine Frage. Vielleicht finden wir es ja gleich nochmal auf dem Weg. Fünf Sekunden. Jetzt geht's bei mir auch wieder nicht. Mhm. Ja, auch nicht. Was ist denn das hier wieder für ein Laggy-Scheiß? Jetzt. Jetzt. 71. Aua, Hilfe. Jetzt macht's mir die Krähe. Nee, das ist der Geier immer noch. Er ist wieder da. Den meine ich doch. So ein Arschloch. Hallo. Hallo. So, dann mal zurück zum Chef, oder was? Ja, warum nicht? Erstmal sagen, dass wir es erstmal wegbringen. 49 Grad, Mensch. Die Wüste ist aber auch nicht schön, du. Hier gab's ja Fleisch, ne? Hier ist Fleisch, ja. Aber ich bräuchte mal... Ah, nee, jetzt brauche ich erstmal gar nichts mehr. Bin ja
Wir können ja bestimmt noch mal herkommen, oder? Oder hauen wir gleich schon wieder ab? Könnten wir. Eigentlich wollten wir noch weiterfahren, ne? Ja, eigentlich wollten wir ja nur mal ganz im Norden. Richtig, wir sind jetzt hier bei A2. A2. Hier war mal unser erster Kahn, deswegen. Hier sind wir jetzt. Und wollten wir hier oben die drei. Also A1, die 1er Reihe und dann mal zu C2 auch nochmal runter. Hat es natürlich mal wieder nicht so geklappt, wie es sollte. Ne? Eigentlich wollten wir nur mal ganz kurz gucken. Dann haben wir einen 96er Reno gesehen, das haben wir dann verloren. Schließlich haben wir einen 48er gezähmt. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, wenn wir schon mal hier sind jetzt. Vielleicht kommt da nochmal ein Löwe rum hier. Ja, stimmt. Aber wir können ja erstmal das kleine 71er Greenhorn auf den... Wow. Ja, lauf vor. Mach ich, hier lang bitte. Warte mal noch ein bisschen. Ah, sehr gut. Ein bisschen Wegfindungsschwierigkeiten. Hier lang. Das Rhino. War ganz schön mollig. Ja, leider kein Sattel, ne? Auf dem Schiff ist einer, ne, oder? Ah, ne. Aber wenn wir eine Tannery, ja, haben wir doch, kann ich einen bauen. Na, ja, wahrscheinlich brauche ich irgendwie Organic Paste oder so einen Schrott. Oh, da könnten wir ein bisschen was haben. Cobra. Mach ich. Ach, nicht geladen. Mach ich doch nicht. Moment. Ist nur eine Vierer. Schon wieder ohne geladene Waffe hier rumgelaufen. Ja, war nicht. Ich bin auf Passiv jetzt auch auf neutral gepfiffen, meine ich. So, hab ich. Hast du gut gemacht. Ohne dich wäre jetzt das Rhino tot. Wahrscheinlich. Hey. Och, das glaubst du doch selber nicht. Was denn? Schwimmt nicht. Oh. Direkt aus dem Wasser kommt die Alte raus. Ne? Spinnst du? Rex-Cobra. Hast du hier bestimmt alle verabredet, die Cobra-Mafia. Greift hier einfach unseren Herbert an, oder? Oha, was ist denn jetzt hier schon wieder? Ist das ein Kroko? Oh, immer ein Vorteil ist, wenn sie durchkommt, rammt es einfach die Palmen beiseite. Jo. Da ist noch schon wieder eine Kobra. Was denn hier für ein Ansturm? Was sagt ihr, die haben sich alle verabredet, um uns Hinterhalte zu stellen. Wahrscheinlich, ne? Und die Kobra steckt wohl im... Stein. Im Kopf im Stein. Jetzt Stein im Kopf. Hier ist die nächste unten am Strand. Was ist denn hier los? Kobrahausen oder was? Sie kommt, die Kobra. Sie kommt nicht mehr. Die andere? Ne, die andere auch nicht. Nö, die ist da hinten im Stein. Die will nicht. Ich gehe auch noch mal kurz. Ja, mein Trinken muss ich auffüllen. Ja, ich auch. Hat ja irgendwer leer getrunken. Manta Ray schwimmt hier rum. Und beißt irgendwie in den Arsch. Oder wie auch immer. Das willst du dir mal besorgen, ne? Jetzt könnte er keinen wieder auffüllen. Ja, jetzt. Achso, ja. Aber trotzdem, ich will die Chili Seeds mal an Bord bringen und all so ein Zeug. Ah. Jetzt? Frage mich, wo unser Tiger abgeblieben ist. Wir haben doch eine Base gebracht. Ja, richtig. Na komm her, Rino. Der klettert hier nicht so gut hoch, ne? Ne, er ist noch nicht da. So, kleinen 12er Test-Tiger. Oh ja, schwupp. Haben wir mal gezähmt. Um 12er wollen wir jetzt auch keinen belästigen. So sieht's aus.
So, aber ich habe Chili gefunden, das ist doch schon mal gut. Chili Seeds. Aussehen tun die Tiere schon eigentlich ganz geil. Muss mal sagen. Oh, jetzt habe ich, Entschuldigung, mir mein Schwert in die Nase gesteckt, das ich nur in der Hand hatte. Cooles Horn. Ich glaube, ich hätte doch ganz gerne den 96er. Kannst du das nochmal wieder auftreiben, Smitty? Klar, gib mir nochmal 2 Stunden. Mhm. Dann treibe ich das auch nochmal auf. So, ein paar Fischlein brauche ich. So, weiterfahren oder nochmal umgucken auf der Insel? Ach, eigentlich können wir auch weiterfahren. Wir finden bestimmt irgendwo anders auch nochmal was. Ja. Was wir sehen können. Jetzt haben wir zwar hier schon einen Käfig hingeknallt, aber naja, vielleicht brauchen wir den irgendwann nochmal. Ein Bett haben wir auch, wir können ja Schnellreise machen. Bringt uns zwar nichts, weil wir keine eine Werkbank könnten wir auch noch, alles könnten wir schnell hinzimmern, das wäre kein Problem. Nur das Tier abholen, da muss einer noch mit dem Schiff wiederkommen. Ja, das stimmt. Das schaffst du nicht durch die Schnellreise. Das sind jetzt, achso, das ist das Segel. Ich wollte sagen. So komisch aus hier. Also fahren wir los oder was? Sagen, fahren wir los. Wollen wir lang müssen? Ja, geradeaus, glaube ich, hoch und dann rechts rum und dann ganz hoch. War doch verständlich, oder? Oder wir fahren drehen einmal und fahren dann zwischen den beiden Inseln durch. Ist vielleicht kürzer. Zwischen den beiden Inseln? Nee, ich würde da rechts dran hochfahren, oder? Ich meine jetzt um 180 Grad drehen. Ja, genau. Und dann halt zwischen der größeren und der großen hier. Jetzt nicht zwischen den kleinen in der Mitte, das meine ich nicht. Ach so. Also da, wo A2 auf der Karte steht, dass wir da durchfahren. Dann licht ich mal. Den Anker? Lichte meinen Anker. Das Rhino ist on board. Passiv, ja? Oh. Nee, noch nicht. Ist das gleich irgendwie ein Heiner uns mal beißt und dann geht's mal mit dem Körper ab in den Ozean. Man weiß es doch wieder nicht, was die Rhinos heutzutage alles machen. Jetzt ist er passiv. Das ist das, sag ich doch. So, mal ausgefahren. Oh, jetzt haben wir ein bisschen viel gedreht. Fast schon Schlagseite gekriegt, nicht so am Umkippen. Eine Frikadelle hatten wir da schon. Das stimmt. So, war schön hier, aber weiter geht's. So, Bäuschen. Das Segel müsste da in der Mitte der Captain noch drehen, aber ja. Entschuldigung. Kein Problem. Ein natürlich. Verschlafen. Ja. Ja, so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der nächsten Insel wieder, wenn es da was gibt. Jo. Entweder zum Zähmen oder zum Erkunden, wenn es was Gutes zum Anschauen gibt. Irgendwelche Gebäude sind ja jetzt hier gerade nicht drauf, ne, oder? Naja, nee, also Tempel, wo wir kurz vorbeigerannt sind, aber da war ja nichts außer ein paar Säulen. Nur das olle Fundament. Jo. Na gut, dann machen wir erstmal ein Päuschen. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.